Die Diskurse des Christus der letzten Tage. Das Wichtigste beim Glauben an Gott ist, den rechten Weg zu wählen. Bei der Verbreitung des Evangeliums Gottes in den letzten Tagen sind nur wenige Menschen in der Lage, auf ihre Familien und alles zu verzichten, um sich aufrichtig für Gott aufzuwenden. Alle diese Menschen haben ein echtes Erfahrungszeugnis und sie haben alle eine gewisse Größe. Sie denken nicht, dass es eine große Entbehrung darstellt, ihren Familien und Karrieren zu entsagen, um ihre Pflichten auszuführen. Selbst wenn sie 10 Jahre oder ein ganzes Leben lang nicht nach Hause zurückkehren dürfen, sind sie dazu bereit. Sie haben nicht das Gefühl, dass ihnen das schwerfällt. Der Heilige Geist gibt ihnen die Kraft dazu. Ihre Größe jedoch kann diese Ebene nicht erreichen, denn obwohl sie einige Wahrheiten verstehen, sind sie noch nicht in die Wahrheitsrealität eingetreten, noch haben sie die Wahrheit erlangt. Sie verfügen nur über ein bisschen Aufrichtigkeit, um sich für Gott aufzuwenden. Wenn ein Mensch die Entschlossenheit hat, nach der Wahrheit zu streben, und der Heilige Geist ihm dazu noch etwas Gnade schenkt, fühlt er sich in diesem Moment besonders befriedigt. Er gewinnt eine Art Kraft und ist in der Lage, sich aus den Fesseln der weltlichen Welt zu befreien, um sich für Gott aufzuwenden. Das ist die Gnade Gottes. Aber es gibt Menschen, die sich bei der Ausführung ihrer Pflichten nicht um ihre eigentliche Arbeit kümmern. Sie streben überhaupt nicht nach der Wahrheit und sind darüber hinaus dazu fähig, alle Arten von Fehlverhalten zu begehen. In solchen Fällen wirkt der Heilige Geist nicht auf sie ein. Die Beweggründe solcher Menschen sind nicht aufrichtig und sie glauben nicht wirklich an Gott. Selbst wenn der Heilige Geist in der Vergangenheit etwas auf sie eingewirkt hat, ist das schon verwirkt, und ohne dass sie es merken, geht es mit ihnen bergab. Wenn du ein Mensch bist, der die Entschlossenheit hat, nach der Wahrheit zu streben, dann wird der Heilige Geist dir etwas Gnade schenken, die du genießen kannst, und du kannst dann in deinem Streben auf dem Weg vorankommen, auf den dich der Heilige Geist führt. Die Wahrheit wird dir immer klarer werden, deine Entschlossenheit wird immer stärker werden, und es wird dem Heiligen Geist immer leichter fallen, auf dich einzuwirken. Wenn eine Person nicht den richtigen Weg des Strebens nach der Wahrheit geht, verstößt der Heilige Geist sie irgendwann. Nachdem die Person dann ausgestoßen wurde, verschwinden ihre ursprüngliche Entschlossenheit, ihre ursprüngliche Leidenschaft und ihr Drang, Dingen zu entsagen und sich aufzuwenden. Dann bereut sie es und denkt: Wenn ich gewusst hätte, dass der Tag kommen würde, an dem ich verstoßen werde, hätte ich gar nicht erst an Gott geglaubt. In der Folge bedauert sie und beschwert sie sich, und ihre negative Einstellung tritt zutage. In Wirklichkeit hat der Heilige Geist schon vor langer Zeit aufgehört, auf die Person einzuwirken. Auch wenn sie das Evangelium verbreitet haben, begabte Redner sind und einige Ergebnisse erzielt haben, ist das nicht auf die Erleuchtung und Führung des Heiligen Geistes zurückzuführen. Vielmehr lag es daran, dass diese Person ein gewisses Maß an Intelligenz und ein gewisses Kaliber besaß. Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist in ihr gewirkt hat.
Solche Personen ähneln Dienenden. Auch wenn der Heilige Geist nicht in ihnen wirkt, sind sie dennoch in der Lage, vorübergehend einen Dienst zu erbringen. Auf jeden Fall haben sie einige Gaben und Kaliber. Nur streben sie, anstatt nach der Wahrheit zu streben und sich zu bemühen, ihre Pflichten gut zu erfüllen und Gottes Liebe zurückzugeben, nach Ruhm, Gewinn, Status, Segnungen und einer großen Krone. Deshalb verschwindet ihr Weg, wenn sie weitergehen, und es fällt ihnen irgendwann schwer, auch nur einen Schritt zu tun. So ergeht es all denen, die nicht nach der Wahrheit streben. Viele Menschen sagen nun: Ich weiß, dass meine Natur schlecht ist. Ich bin von starken Gefühlen erfüllt und zu aufsässig. Doch trotzdem fehlt es diesen Menschen an Einsicht in ihrer eigenen Natur und sie verstehen keinen einzigen Aspekt der Wahrheit. Egal wie klug sie über Lehren sprechen und scheinbar alles verstehen, sie können diese Dinge nicht in die Praxis umsetzen. Das ist mehr als genug Beweis dafür, dass das Wirken des Heiligen Geistes in ihnen verklungen ist. Egal wie deine Menschlichkeit ist oder wie viele Lehren du verstehst und egal wie viel du gelitten oder aufgegeben hast, wenn der Heilige Geist nicht in dir wirkt, beweist das, dass du die Wahrheit nicht liebst. Egal wie leidenschaftlich du bist, wenn der Heilige Geist nicht in dir wirkt, wirst du sprachlos sein. Wie groß ist die kleine Kraft, die der Mensch besitzt? Wie groß ist das bisschen Glauben, das der Mensch hat? Was nützt das wenige Wissen, das der Mensch besitzt? Nehmen wir zum Beispiel die Unterdrückung, Verhaftung und Inhaftierung von Menschen, die an Gott glauben. Seit sie an Gott glauben, wurden sie häufig verfolgt, gejagt und gezwungen, von einem Ort zum anderen zu fliehen, was einen unauslöschlichen Eindruck in ihren Köpfen und Herzen hinterlassen hat. Wenn ich erwischt werde, kann ich mich nicht wie Judas verhalten. Ich kann die Kirche niemals verraten. Haben sich die meisten Menschen nicht so vorbereitet? Aber wenn sie tatsächlich erwischt werden, steht das nicht in ihrer Macht. Wenn sie nicht zu Gott beten und sich auf ihn verlassen, dann wird der Heilige Geist nicht in ihnen wirken und sie werden nicht standhaft bleiben können. Es ist nicht ein Moment der Verwirrung, der Menschen dazu bringt, sich wie Judas zu verhalten. Wie ich bereits sagte, hängt das, was letztendlich mit dir passiert und wie dein Ende aussieht, hauptsächlich davon ab, ob du die Wahrheit liebst und akzeptierst. Das ist von größter Bedeutung. Danach hängt es davon ab, ob das Wirken des Heiligen Geistes immer in dir ist und ob du die Wahrheit verstehst und in deinem Zeugnis standhaft bist. Darauf kommt es hauptsächlich an. Manche Menschen führten zu Beginn ihre Pflichten mit großem Eifer aus und hatten das Gefühl, als hätten sie unendlich viel Energie. Warum verlieren sie dann mit der Zeit diesen Elan? Im Gegensatz zu früher scheinen sie völlig andere Menschen zu sein. Warum haben sie sich verändert? Was ist der Grund dafür? Es liegt daran, dass sie den falschen Weg eingeschlagen und sich nicht auf den richtigen Weg des Glaubens an Gott begeben haben. Sie haben den Weg des Strebens nach Segnungen eingeschlagen. Sie haben einige verborgene Absichten. Welche verborgenen Absichten sind das? Wenn Menschen an Gott glauben,
tragen sie einige Hoffnung in ihren Herzen. Sie hoffen, dass Gottes Tag sehr bald anbricht und all ihr Leid ein Ende haben wird. Sie hoffen, dass Gott seine Gestalt ändern und nach Zion zurückkehren wird und dass sie dann von all ihrem Leid befreit sein werden. Alle Menschen hoffen, dass sie eines Tages nach Hause zurückkehren und mit ihren Liebsten wieder vereint werden können. Sie hoffen, dass der Tag kommen wird, an dem sie nicht mehr verfolgt werden, an dem sie wirklich frei sein und offen an Gott glauben können. Dann wird es niemanden mehr geben, der sie einschränkt, und sie können in einer angenehmen Umgebung leben, gut essen und schöne Kleidung tragen. Haben nicht alle Menschen solche Hoffnungen? Diese Hoffnungen sind tief in den Herzen der Menschen verankert, denn ihr Fleisch ist dem Leiden abgeneigt. In Zeiten des Leidens hoffen sie auf bessere Tage. Solche Dinge werden ohne Verfolgung und Bedrängnis nicht aufgedeckt. Wenn sie nicht verfolgt werden oder in Bedrängnis geraten, scheint der Glaube der Menschen stark zu sein. Sie scheinen eine gewisse Größe zu haben, die Wahrheit recht gut zu verstehen und voller Tatendrang zu sein. Wenn sie jedoch eines Tages verfolgt und bedrängt werden, brechen ihre fleischlichen Hoffnungen, Vorstellungen und extravaganten Wünsche hervor. In ihren Herzen beginnen Konflikte aufzukeimen und manche Menschen werden negativ und schwach und entwickeln Zweifel und Irrtümer bezüglich Gott. Die Menschen verstehen den Willen Gottes nicht. Es ist nicht so, dass Gott ihnen keinen Ausweg bietet oder ihnen nicht seine Gnade schenkt, und es ist sicher nicht so, dass Gott ihre Schwierigkeiten nicht versteht. Vielmehr ist es ein Segen für dich, dass du jetzt, wo du Christus folgst, dieses Leid erfahren kannst, denn es ist nicht möglich, dass Menschen Errettung erlangen und überleben, ohne dieses Leid zu ertragen. Gott hat es so vorherbestimmt, also ist es ein Segen, dass dir dieses Leid widerfährt. Du solltest es nicht auf eine simple Art und Weise betrachten. Es geht nicht darum, Menschen leiden zu lassen und mit ihnen zu spielen, und das war's. Die ganze Angelegenheit ist von unglaublich tiefer und weitreichender Bedeutung. Dein ganzes Leben für Gott aufzuwenden, ohne einen Partner zu suchen oder nach Hause zurückzukehren, ist bedeutsam. Wenn du den richtigen Weg einschlägst und nach den richtigen Dingen strebst, wirst du am Ende mehr erhalten als alle Heiligen aller Zeitalter. Und du wirst noch größere Verheißungen erhalten. Manche Menschen fragen sich jetzt immer: Wird Gott sich an mich erinnern, wenn ich diese Entbehrungen ertrage? Was ist, wenn ich im Alter niemanden habe, der mich versorgt? Wer wird sich um mich kümmern, wenn ich krank werde? Wird Gott sich kümmern? Wann wird dieses Leiden ein Ende haben? Wann werde ich endlich das Licht der Welt erblicken? Solche Menschen freuen sich immer auf diese Dinge und hoffen, dass Gott seine Gestalt ändert und sie vom Leid befreit, damit sie die Segnungen des Himmelreichs genießen können. Sie denken nicht darüber nach, was es bedeutet, Gott zu folgen und Leiden zu ertragen, oder warum sie dieses Leiden ertragen müssen, um die Wahrheit zu erlangen. Ihr Glaube ist wirklich so schwach. Wenn es um ihren Glauben an Gott geht, hat jeder sein eigenes egoistisches Kalkül. Daher liegt es in der menschlichen Natur, Gott zu verraten. Niemand liebt Gott wirklich,
Niemand kann wirklich Rücksicht auf Gottes Willen nehmen oder mit ihm in Herz und Verstand eins sein, wenn es darum geht, das Werk des Evangeliums auszudehnen. Die Menschen können es nicht erwarten, dass Gott die Erde verlässt und seine Gestalt ändert, damit er sie von ihrem Leid befreit und sie das Leben im Himmelreich genießen können. Das ist es, was sich die meisten Menschen erhoffen. Viele Menschen denken sich, wenn Gott uns verlässt und der große rote Drache zu Fall kommt, dann können wir die Macht übernehmen und brauchen nicht mehr zu leiden. Wir werden mit eisernem Stabe über alle Nationen und Völker herrschen. Werden wir dann nicht das Licht der Welt erblicken? Dann wird Gott sich öffentlich zeigen und jeden Satan und Teufel bestrafen und vernichten. Das Reich Christi wird auf der Erde verwirklicht werden und wir werden nicht mehr von Satanen und Teufeln verfolgt werden müssen. Obwohl es nicht falsch ist, diese Hoffnung zu haben, befinden sich diese Menschen in einigen falschen Zuständen. Wenn man sich ständig wünscht, dem Leid zu entkommen und Annehmlichkeiten zu genießen, nimmt man dann Rücksicht auf den Willen Gottes? Stellt dies Gott zufrieden? Die meisten Menschen verstehen nicht ganz, was es bedeutet, Leid zu erfahren. Niemand hat die Absicht, sein ganzes Leben lang den Pfad des Folgens Gottes zu gehen, nach der Wahrheit zu streben, um das Leben zu erlangen, Gott zu erkennen, für ihn Zeugnis ablegen zu können oder schließlich ein sinnvolles Leben wie Petrus zu führen. Die meisten Menschen sind nicht bereit zu leiden und nehmen die Wahrheit überhaupt nicht an. Trotzdem wollen sie so schnell wie möglich die Segnungen des Himmelreichs genießen und streben gerne nach Ruhm, Gewinn und Status Vorteilen. Das kann sie leicht in die Irre führen. Wenn sie Schmerzen, Rückschläge oder Misserfolge erleben, werden sie wahrscheinlich negativ und schwach und haben keinen Platz für Gott in ihren Herzen. Der Heilige Geist wird nicht in ihnen wirken, und manche Menschen werden sogar umkehren wollen. Wenn jemand viele Jahre lang an Gott geglaubt hat, aber nicht die geringste Wahrheitsrealität besitzt, ist das sehr gefährlich. Wie schade, dass all sein Leid, die unzähligen Predigten, die er gehört hat und die Jahre, die er damit verbracht hat, Gott zu folgen, umsonst waren. Es passiert den Menschen leicht, dass es mit ihnen abwärts geht, und es ist in der Tat schwierig, den richtigen Weg zu gehen und den Weg des Petrus zu wählen. Die meisten Menschen denken nicht klar. Sie können nicht klar erkennen, welcher Weg der richtige ist und welcher eine Abweichung davon darstellt. Egal wie viele Predigten sie hören und wie viele Worte Gottes sie lesen, und obwohl sie in ihren Herzen wissen, dass der fleischgewordene Menschensohn gekommen ist, glauben sie immer noch nicht ganz an ihn. Sie wissen, dass dies der wahre Weg ist, können ihn aber nicht einschlagen. Wie schwer es ist, Menschen zu retten, wenn sie die Wahrheit nicht lieben. Du weißt, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, aber du kannst es nicht akzeptieren. Lass uns nicht über die Beschaffenheit deines Glaubens sprechen, sondern nur darüber, warum du die Wahrheit nicht liebst und warum du sie nicht akzeptieren kannst. Du bist unfähig, den wahren Weg einzuschlagen, unwillig nach der Wahrheit zu streben und unfähig, die Wahrheiten, die du verstanden hast, in die Praxis umzusetzen. Bist du nicht vom gleichen Schlag wie Satan? Solche Menschen haben keine Ziele
und keine Richtung im Leben, sie haben keine Menschlichkeit, sie sind wie Tiere. Deshalb wirkt in manchen Menschen der Heilige Geist nicht mehr, nicht weil der Heilige Geist absichtlich nicht in ihnen wirkt und sie absichtlich entlarvt, sondern weil er nicht in der Lage ist, in ihnen zu wirken. Die Menschen sind innerlich so verdorben und es ist so schwer, mit ihnen zurechtzukommen. Wenn sie nicht nach der Wahrheit streben oder den richtigen Weg wählen, wie kann dann der Heilige Geist in ihnen wirken? Wenn der Heilige Geist wirkt, lässt er den Menschen immer eine Wahl, er zwingt niemanden. Aber das Denken der Menschen ist zu verworren. Sie lieben die Wahrheit nicht und nehmen sie überhaupt nicht an und sie sind noch weniger bereit, für sie zu leiden. Obwohl sie gesegnet werden wollen, sind sie nicht bereit, sich anzustrengen oder einen Preis zu zahlen. Ihr Egoismus ist zu groß. Sie kümmern sich nur um ihre unmittelbaren Interessen. Sie verfolgen und streben nach den Dingen, die sie vor Augen haben, die sie sehen und genießen können, und sie ignorieren das, was sie nicht sehen können oder worin sie keinen Sinn sehen. Das ist der Zustand, in dem sich die meisten Menschen befinden, und er lässt fast keinen Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Manche sagen, ich habe viele Probleme, die ich nicht lösen kann. Wenn jemand gemeinschaftlichen Austausch mit mir pflegen würde und mir helfen würde, die Wahrheit zu verstehen, hätte ich keine Probleme mehr. Aber können Sie Ihre Probleme wirklich lösen, nur weil Sie die Wahrheit verstehen? Sind Sie in der Lage, die Wahrheit in die Praxis umzusetzen? All das lässt sich nicht beantworten. Viele Menschen haben unzählige Predigten gehört und eine Menge Wahrheiten verstanden, aber sie sind nicht in der Lage, diese Wahrheiten in die Praxis umzusetzen. Wenn du sie nach ihren Problemen fragst, sagen sie, ich verstehe die ganze Wahrheit, aber ich kann sie einfach nicht in die Praxis umsetzen. Wie kann ich dieses Problem lösen? Was nützt es dir, an Gott zu glauben, wenn du keinen Aspekt der Wahrheit praktizieren kannst? Geh schnell nach Hause und lebe dein Leben weiter. Was nützt es, sich mit dir gemeinschaftlich über die Wahrheit auszutauschen? Du bist unwürdig, die Wahrheit zu hören und unwürdig, an Gott zu glauben, also solltest du einfach auf deine Vernichtung warten. Weil du den hässlichen, niederträchtigen und dämonischen Weg gewählt hast, wirst du die Wahrheit nicht annehmen, egal wie viel man mit dir darüber Gemeinschaft hält. Du solltest also zur Seite treten. Solchen Menschen braucht man nichts zu sagen. Viele zuvor haben schon gesagt, ich verstehe die ganze Wahrheit, aber ich kann sie einfach nicht in die Praxis umsetzen. Diese Aussage allein reicht aus, um zu beweisen, dass sie Teufel und ganz und gar vom Schlag Satans sind. Wenn ein Mensch die Wahrheit nicht liebt, dann ist er sicherlich böse. Das Wesen eines Menschen zeigt sich vollständig in dem, was er liebt, worauf er hofft, was er anstrebt und wonach er sich sehnt. Wenn du die Wahrheit nicht liebst, dann bist du vom Teufel und wirst untergehen. Wenn du aber die Wahrheit liebst, dann bist du von Gott vorherbestimmt und erwählt. Ist das nicht offensichtlich? Welchen Weg du wählst, ist von größter Bedeutung. Du kannst dich beruhigen und ernsthaft darüber nachdenken. Wenn du vom Weg abgekommen bist, ist es noch nicht zu spät, umzukehren. Wenn du den Willen hast,
die Wahrheit in die Praxis umzusetzen, ist das eine gute Sache. Außerdem brauchst du einen Weg, wie du deinen Willen durchsetzen und deinen Wunsch erfüllen kannst. Erstens musst du die Wahrheit verstehen und den zukünftigen Bestimmungsort der Menschheit, den Weg, den die Menschheit einschlagen und die Ziele, die sie erreichen sollte, kennen. In der Vergangenheit hieß es oft, alle Dinge und alle Ereignisse sind in Gottes Hand. Das ist etwas, das du eindringlich erleben musst. Bei allem musst du überlegen, ob die Sache in Gottes Hand liegt. Wenn dir wirklich klar ist, dass alle Dinge und Ereignisse in Gottes Hand liegen, dann glaubst du wirklich. Wenn du an Gott glaubst, solltest du dich ihm dann unterwerfen? Welche Bedeutung hat der Glaube an Gott? Sollte man nur deshalb an Gott glauben, um seine Segnungen zu erhalten? Jetzt folgst du Christus in deinem Glauben an Gott, aber wirst du bis zum Ende auf Kurs bleiben können? Wie solltest du weitermachen, wenn du in Zukunft auf deinem Weg auf Hindernisse und Beschwernisse stößt? Du musst Schlüsselworte Gottes als Mottos übernehmen, um dich zu ermutigen, damit du nicht hinfällst, schwach oder negativ wirst, dich über Gott beschwerst, vom Weg abkommst oder Gott verrätst, indem du auf halbem Weg fliehst. Du musst all das verstehen, dir darüber im Klaren sein und all dies gründlich begreifen, damit du Gott bis zum Ende folgen kannst. Wenn man Gott folgt, hat der Weg seine Höhen und Tiefen, er kann bitter und süß sein. Wenn sie glücklich sind, können die Menschen sagen, ich bin bereit, mich für Gott aufzuwenden, ich werde mich mein ganzes Leben lang für ihn aufwenden. Irgendwann erleben sie jedoch Rückschläge und werden negativ. In ihren Herzen fragen sie sich, wo ist Gott? Ich kann nicht mehr glauben, dieser Weg ist zu schwer. Danach beten sie und fühlen sich zurechtgewiesen, weil sie denken, dass sie Gott etwas schuldig sind. Wenn sie wissen, dass sie Gott etwas schuldig sind, sollten sie aufhören, sich so zu verhalten. Doch irgendwann laufen die Dinge vielleicht wieder nicht so, wie sie wollen, und sie werden wieder negativ und beschweren sich über Gott und sagen, wie konnte Gott diese Situation für mich orchestrieren? Warum lässt er mich immer leiden? Kann er mir das Leiden nicht ersparen? Andauernd beklagen sich die Menschen und hinterher sagen sie dann immer, dass sie Gott nun etwas schuldig sind. Aber sie ändern sich nie. Wenn sie einen kleinen Rückschlag erleben oder eine Kleinigkeit nicht so läuft, wie sie soll, werden sie wütend und beschweren sich. In den schlimmsten Fällen kommen manchen Menschen sogar ein paar urteilende oder gotteslästerliche Worte über die Lippen. Später wird ihnen klar, dass das, was sie gesagt haben, falsch war und sie fühlen sich schlecht deswegen. Also führen sie eilig ein paar ihrer Pflichten aus und tun ein paar gute Taten, um sich davon reinzuwaschen. Was verraten uns diese Äußerungen? Dass es in der Natur des Menschen liegt, die Wahrheit nicht zu mögen oder dass sie ihnen sogar zuwider ist. Der Mensch ist von ziemlich frevelhafter, hässlicher Natur, und es fehlt ihm an gesundem Menschenverstand und Vernunft. In ihrem Glauben an Gott verhalten sich die Menschen, als ob sie ein Geschäft abschließen würden. Sie beten nur zu Gott, wenn sie ihn brauchen, und entfernen sich von ihm, wenn sie ihn nicht brauchen. Sie tragen Gott nicht in ihrem Herzen und tun, was ihnen gefällt. Menschen sind alle sehr arrogant und unbeherrscht.
Sie haben kein gottesfürchtiges Herz, noch werden negative Dinge von ihnen wirklich gehasst. Ihnen fehlt echte Liebe zur Wahrheit und sie können nicht zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit unterscheiden. Sie haben weder Grenzen noch Ziele und in allem, was sie tun, fehlen ihnen jegliche Grundsätze und Mäßigungen. Ihre Herzen sind wirklich hässlich und vor diesem Hintergrund freuen sie sich dennoch darauf, welche große Verheißungen und wie viele Segnungen sie erhalten und erlangen können oder wie sie sich irgendwann auszeichnen werden und welche Dinge sie genießen können. Nur wenn sie über solche Dinge nachdenken, glauben sie in ihrem Herzen, wie liebenswert Gott doch ist. Ich muss Gottes Liebe vergelten. Warum sagen sie, dass Gott liebenswert ist? Woher kommt ihr Verlangen, sich Gott erkenntlich zu zeigen? Steckt hinter diesen Aussagen keine Absicht? Das ist nur eine vorübergehende Zuneigung und ein momentaner Freudenrausch, der sie sentimental werden lässt. Ist das wahres Verständnis? Ist das wahre Liebe? Kommt es aus der Tiefe ihrer Herzen? Wenn du wirklich über ein solches Verständnis verfügst, warum beschwerst du dich dann noch? Wenn du wirklich glaubst, dass du Gott etwas schuldig bist, warum musst du dann noch? Du denkst, dass Gott nicht gut zu dir ist, also ignorierst du ihn. Wenn Gott dich nicht einsetzt, willst du deine Pflicht nicht erfüllen. Wie viel Groll du in dir tragen musst. Trotzdem glaubst du immer noch, dass du Gott mehr liebst als andere Menschen. Wie genau ist das die Realität der Liebe zu Gott? Die Tatsache, dass jemand solche Klagen von sich gibt, beweist, dass er seine eigene Natur noch nicht verstanden hat. So jemand weiß immer noch nicht, was er ist, wo er hingehört und was sein wahrer Wert ist. Tatsächlich liegt es in der Natur eines jeden Menschen, sich Gott zu widersetzen und ihn zu verraten. Das ist etwas Universelles, das auf alle Menschen zutrifft. Es gibt niemanden, der die Wahrheit und positive Dinge wirklich liebt, genauso wie niemand Satan und frevelhafte Dinge wirklich hasst. In der Liebe und dem Hass des Menschen finden sich keine Grundsätze und sie haben keine Grenzen, geschweige denn, dass sie sich auf die Wahrheit stützen. In den Herzen der Menschen gibt es keinen Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zwischen Schwarz und Weiß und schon gar nicht zwischen Wahrheiten und Glaubenslehren oder Irrlehren. Menschen können diese Dinge nicht unterscheiden. Sie sind sich nicht im Klaren darüber, was es wert ist, geliebt und angestrebt zu werden, oder was sie hassen und was sie ablehnen sollten, und sie sind weit davon entfernt, irgendeine Art von Unterscheidungsvermögen zu besitzen. Es gibt Menschen, die ihre Pflichten ausführen, doch sobald sie das weltliche Lied »Komm doch öfter mal nach Hause« hören, bekommen sie Heimweh und sind nicht mehr in der Stimmung, ihre Pflichten zu erfüllen. Was sind das für Menschen? Besitzen sie auch nur einen Hauch von Wahrheitsrealität? Manche Menschen glauben, dass sie etwas Arbeit leisten können und über gewisse Qualifikationen verfügen. Es mag ihnen so vorkommen, als besäßen sie die Wahrheit, aber in Wirklichkeit besitzen sie nichts und sind nichts. Auch wenn du inzwischen in der Lage bist, anderen Leuten ein paar Glaubenslehren zu predigen, werden dich andere Menschen eines Tages vielleicht ermutigen müssen, und dann wird dein Straucheln tragischer sein
als das jedes anderen Menschen, und du wirst noch negativer werden als alle anderen. Glaubst du das? Seid ihr davon überzeugt? Vielleicht seid ihr noch nie wirklich schwer ins Straucheln geraten oder besonders negativ geworden. Ihr habt das Gefühl, dass ihr relativ stark seid, und weil ihr so etwas noch nicht erlebt habt, glaubt ihr, dass ihr eine gewisse Größe besitzt. Vielleicht werden euch eines Tages, wenn ihr entlarvt werdet, die Tränen über die Wangen rinnen und ihr werdet rufen: Es ist vorbei. Das ist mein Ende. Dann werdet ihr anfangen, von einem Extrem ins andere zu fallen. Es gibt viele Menschen, die voller Tatendrang sind, wenn sie anfangen, mal an Gott zu glauben, aber sobald ihnen etwas passiert, kann es sein, dass sie plötzlich ihren Antrieb verlieren und sich nicht mehr aufraffen können. Fallen euch in Bezug auf solche Menschen irgendwelche Probleme auf? Kein Mensch kann seine eigenen Schwächen und Stärken kontrollieren. Die verdorbenen Dinge, die in den Menschen verborgen sind, können jederzeit und überall an den Tag treten. Den Menschen mangelt es weder an Unreinheit noch an der Neigung zu handeln. Solche Dinge kommen in den Menschen unendlich oft zum Vorschein. Zu sagen, dass die Natur des Menschen demnach die Natur Satans ist, ist vollkommen korrekt. Sie unterscheidet sich radikal vom Wesen Gottes. In der Vergangenheit hat Gott gesagt: Ich kann den Menschen in alle Ewigkeit lieben und ich kann ihn auch in alle Ewigkeit hassen. Gott hat also einen Maßstab, an dem er die Menschen misst. Er hat seine Urteile und er hat Grundsätze für die Grundlagen, auf denen er über Dinge richtet. Er hat seine eigenen Maßstäbe und Grundsätze dafür, was er liebt und hasst, wen er verachtet und wen er segnet. Den Menschen fehlen die Wahrheit und Grundsätze, deshalb neigen sie dazu, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie sind launisch und ohne Gottes Führung sind sie nicht in der Lage, den richtigen Weg einzuschlagen. Manche Menschen fragen sich ständig: Wann wird Gott die Erde verlassen? Wann wird Gottes Werk vollendet sein? Ich bin nicht mehr der Jüngste. Wie wird mein Leben aussehen, wenn ich alt bin? Hat so jemand Glauben? Was werden solche Menschen tun, wenn sie im Alter wirklich niemanden haben, der sie unterstützt? Werden sie dann nicht Gott die Schuld dafür zuschieben? Viele Menschen, die an Gott glauben, haben keine Ahnung, was sie daraus gewinnen sollen, ihm zu folgen oder welche Dinge am wertvollsten sind. Nur sehr wenige Menschen sind sich über diese Dinge wirklich im Klaren. Ohne das Wirken des menschgewordenen Gottes wäre das chinesische Volk schon längst vernichtet worden. Manche Menschen glauben das vielleicht nicht, aber das liegt daran, dass sie die Situation nicht durchschauen, denn so ist es nun einmal. Die Menschen glauben auch Folgendes: Wir können auch ohne Gottes Führung vorankommen. Es reicht, dass wir Gottes Worte haben, um uns zu führen. Wir haben alle das Buch »Das Wort erscheint im Fleisch« gelesen. Wir haben eine ungefähre Vorstellung davon in unseren Herzen und wir verstehen die Grundsätze. Jetzt können wir das Ruder übernehmen. Doch kannst du wirklich das Ruder übernehmen? Du kannst dem richtigen Weg nicht folgen. Während du läufst, wirst du vom Weg abkommen. Kannst du also in die Wirklichkeit eintreten? Selbst jetzt seid ihr immer noch nicht überzeugt. Man kann sagen,
dass jeder Mensch, der nicht von Gott geführt wird, vom Weg abkommt. Im Zeitalter der Gnade hat der Heilige Geist stetig in einigen Menschen gewirkt, aber warum bestanden die meisten von ihnen darauf, ihren eigenen Weg zu gehen? Es ist schwierig, genau zu erfassen, wie viele Konfessionen es in der ganzen religiösen Welt gibt. Von vielen hast du noch nie gehört und ihr Name wird dir nichts sagen. Wo liegt hier das Problem? Es liegt darin, dass Menschen zu komplex sind und es nicht leicht für sie ist, die Dinge in ihrer Natur zu durchschauen. Heutzutage hat Gott viele Worte gesprochen, die die Natur des Menschen entlarven, und er verlangt von den Menschen, dass sie die Dinge, die in ihrer Natur liegen, durchschauen und ihr Wesen klar erkennen. Nur so können sie lernen, andere zu erkennen und sich nicht von ihnen in die Irre führen zu lassen oder sie anzubeten, zu bewundern oder ihnen zu folgen. Wenn jemand kein Verständnis der Wahrheit hat, kann er nicht erkennen, wie andere Leute wirklich sind und wird wahrscheinlich von ihnen in die Irre geführt und eingeschränkt werden. Deshalb müssen Gläubige an Gott die Wahrheit verstehen, sie müssen mehr von Gottes Worten lesen und durch Gottes Bloßstellung die Natur des Menschen erkennen und sein Wesen durchschauen. Die Bloßstellung durch Gottes Wort offenbart die Natur des Menschen, erklärt ihnen ihr Wesen und lässt sie das Wesen ihrer Verdorbenheit durchschauen. Das ist sehr wichtig. Satan ist eine verworrene Kreatur und die teuflischen Worte, die er spricht, sind schwer zu deuten. Gott fragte ihn: Wo kommst du her? Satan antwortete: Ich habe das Land umher durchzogen. Denke sorgfältig über seine Antwort nach. Kommt er oder geht er? Die Bedeutung seiner Worte ist schwer zu erfassen, weshalb ich sage, dass sie verworren sind. Anhand dieser Worte lässt sich erkennen, dass Satan selbst verworren ist. Wenn Menschen von Satan verdorben wurden, werden auch sie verworren. In allem, was sie tun, fehlen ihnen Maßstäbe und Grundsätze und sie mäßigen sich nicht. Deshalb kann jeder Mensch leicht vom Weg abkommen. Satan lockte Eva mit den Worten: Warum isst du nicht von der Frucht dieses Baumes? Woraufhin Eva antwortete: Gott hat uns gesagt, dass wir sterben werden, wenn wir von diesem Baum essen. Da sagte Satan: Es steht nicht fest, dass du sterben wirst, wenn du von der Frucht dieses Baumes isst. In diesen Worten steckte die Absicht, Eva zu verführen. Anstatt zu sagen, dass sie mit Sicherheit nicht sterben würde, wenn sie von der Frucht dieses Baumes aß, sagte Satan einfach, dass es nicht feststehen würde, was sie zu dem Gedanken verleitete: Wenn es nicht feststeht, dass ich sterben werde, dann kann ich davon essen. Da sie der Versuchung nicht widerstehen konnte, aß sie von der Frucht. Auf diese Weise erreichte Satan sein Ziel, Eva zur Sünde zu verführen. Satan hat dafür keine Verantwortung übernommen, denn er hat sie nicht gezwungen, die Frucht zu essen. In allen Menschen steckt eine satanische Disposition. In jedem ihrer Herzen finden sich die unzähligen Gifte, mit denen Satan Gott in Versuchung führt und die Menschen verlockt. Manchmal schwingen in den Worten der Menschen die Stimme und der Tonfall Satans sowie die Absicht, in Versuchung zu führen und zu verlocken.
Die Ideen und Gedanken des Menschen sind erfüllt von Satans Giften und verströmen seinen Gestank. Manchmal findet sich derselbe Gestank der Versuchung und Verlockung in den Blicken oder Handlungen der Menschen. Manche Menschen sagen: Wenn ich einfach weiter auf diese Weise Gott folge, bin ich mir sicher, dass ich daraus etwas gewinnen werde. Ich kann Gott bis zuletzt folgen, auch wenn ich nicht nach der Wahrheit strebe. Ich entsage Dingen und wende mich aufrichtig für Gott auf. Ich habe die Kraft, bis zum Ende durchzuhalten. Auch wenn ich ein paar Verfehlungen begangen habe, wird Gott sich meiner erbarmen und sich nicht von mir abwenden. Sie wissen nicht, was sie da sagen. In den Menschen steckt so viel Verdorbenes. Wenn sie nicht nach der Wahrheit streben, wie können sie sich dann ändern? Je nach Grad ihrer Verdorbenheit können die Menschen, wenn Gott sie nicht beschützt, jeden Moment ins Straucheln geraten und Gott verraten. Glaubst du das? Selbst wenn du dich zwingst, kannst du nicht bis zum Ende durchhalten, denn diese letzte Phase von Gottes Werk besteht darin, eine Gruppe von Überwindern zu schaffen. Ist das wirklich so einfach, wie du dir das vorstellst? Für diese letzte Transformation muss sich eine Person nicht zu 100%, nicht einmal zu 80% verändern, aber zumindest zu 30 oder 40%. Du musst zumindest die Dinge in dir freilegen, reinigen und verwandeln, die sich Gott widersetzen und die in den Tiefen deines Herzens Wurzeln geschlagen haben. Nur dann wirst du Rettung erlangen. Erst wenn du dich, wie Gott es verlangt, um 30 bis 40% geändert hast oder besser noch um 60 bis 70%, wird bewiesen sein, dass du die Wahrheit erlangt hast und dass du grundsätzlich mit Gott vereinbar bist. Wenn dir das nächste Mal etwas widerfährt, wirst du nicht mehr dazu neigen, dich Gott zu widersetzen oder seine Disposition zu verletzen. Nur so kannst du vervollkommnet werden und Gottes Zuspruch erhalten. Manche Menschen haben eine sehr einfache Sicht zum Glauben an Gott. Sie denken, an Gott zu glauben bedeutet, Versammlungen zu besuchen, zu beten, sich Predigten anzuhören, gemeinschaftlichen Austausch zu pflegen, zu singen und Gott zu preisen und einige Pflichten zu erfüllen. Darum geht es doch beim Glauben an Gott, oder? Es spielt keine Rolle, wie viele Jahre ihr schon an Gott glaubt. Ihr habt heute immer noch nicht ganz verstanden, was es bedeutet, an Gott zu glauben. Tatsächlich ist die Bedeutung des Glaubens an Gott so tiefgründig, dass ein Mensch sie nicht begreifen kann, wenn seine Erfahrungen zu oberflächlich sind. Wenn sie bis ganz zuletzt Erfahrungen machen, müssen die Disposition des Satans und die satanischen Gifte in ihnen gereinigt und umgewandelt werden. Die Menschen müssen sich mit vielen Wahrheiten wappnen, den Maßstäben gerecht werden, die Gott vom Menschen verlangt, und in der Lage sein, sich Gott wirklich zu unterwerfen und ihn anzubeten. Nur dann werden sie wirklich gerettet werden. Wenn du noch immer so bist wie früher, als du Teil einer Religion warst und du nur einige Worte und Glaubenslehren aufsagst, ein paar Phrasen skandierst, einige gute Verhaltensweisen und Handlungen an den Tag legst und bestimmte sündige Dinge unterlässt, zumindest die offensichtlichen, dann bedeutet das nicht, dass du in deinem Glauben an Gott den richtigen Weg eingeschlagen hast. Bedeutet es, dass du auf dem richtigen Weg bist,
wenn du Vorschriften befolgst? Bedeutet das, dass du die richtige Wahl getroffen hast? Wenn sich die Aspekte deiner Natur nicht ändern, dann wirst du letztendlich Gott möglicherweise immer noch Widerstand leisten und ihn kränken. Das ist das größte Problem. Wenn du dieses Problem in deinem Glauben an Gott nicht löst, kann man dann sagen, dass du wirklich Rettung erlangt hast? Was genau will ich damit sagen? Ich will, dass ihr in euren Herzen Folgendes versteht. Der Glaube an Gott kann nicht von seinem Wort getrennt werden, noch kann er von Gott selbst oder der Wahrheit getrennt werden. Du musst dich für den richtigen Weg entscheiden und Kraft und Anstrengung in die Wahrheit und Gottes Wort investieren. Wenn du nur ein teilweises oder vages Verständnis davon hast, reicht das nicht aus. Dir selbst etwas vorzumachen, wird dir nur schaden. Es taugt nichts, wenn du dich in deinem Glauben auf Einbildungen stützt. Wenn du bis zuletzt glaubst und Gott nicht in deinem Herzen trägst, wenn du seine Worte nur schnell überfliegst und dich danach nicht mehr an sie erinnern kannst, und wenn Gott keinen Platz in deinem Herzen hat, dann ist es um dich geschehen. Was bedeuten die Worte? Der Glaube an Gott kann nicht von Gottes Worten getrennt werden? Versteht ihr das? Steht das im Widerspruch zu der Aussage, der Glaube an Gott kann nicht von Gott selbst getrennt werden? Wie kannst du Gott in deinem Herzen tragen, wenn du seine Worte nicht in deinem Herzen trägst? Wenn du an Gott glaubst, dein Herz aber weder Gott noch seine Worte oder seine Führung beherbergt, dann ist es voll und ganz um dich geschehen. Wenn du nicht einmal eine kleine Angelegenheit gemäß Gottes Anforderungen erledigen kannst, wirst du, wenn es um eine wichtige Frage der Grundsätze geht, noch viel weiter hinter Gottes Anforderungen zurückbleiben. Dann wirst du kein Zeugnis haben und das stellt ein Problem dar. Es beweist, dass du über nichts verfügst und dass du nichts von der Wahrheit erlangt hast. Es gibt ein paar spezielle Angelegenheiten, die im Detail nicht konkret erklärt werden können. Ihr werdet sie erst dann vollständig verstehen können, wenn der Heilige Geist euch eines Tages erleuchtet. Im Moment kann ich sie nur in einigen Worten ausdrücken, die euch vielleicht sehr gewöhnlich oder sogar unlogisch vorkommen werden, mehr nicht. Wisst ihr, was Ausländer über Gottes auserwähltes Volk in China denken? Wenn sie sehen, wie ihr in China an Gott glaubt und Christus nachfolgt, wie ihr so viel Verfolgung und Drangsal erleidet, wie ihr euch an Gottes Wort und seinem Werk erfreut und wie ihr so viel daraus gewinnt, dann beneiden sie euch sehr. Ausländer haben einen Wunsch. Sie denken sich, ich möchte Gottes Werk ebenfalls erleben. Egal, was ich erleiden muss, ich will auch die Wahrheit erlangen. Auch ich möchte, dass mein Wissen und meine Größe heranwachsen, aber leider bin ich dazu in der falschen Umgebung. Sie denken, dass die Chinesen enorm gesegnet sind, aber ihr glaubt, dass sie die Gesegneten sind und ihr beneidet sie. In der Tat nehmt ihr euer Glück als selbstverständlich hin. Gott vervollkommnet diese Gruppe von Menschen im Land des großen roten Drachens und lässt sie dieses Leid ertragen. Das kann man als Gottes große Erhöhung bezeichnen. Gott sagte einst: Ich habe längst meine Herrlichkeit von Israel in den Osten gebracht. Versteht ihr alle jetzt die Bedeutung dieser Aussage?
Wie sollt ihr von nun an euren Weg beschreiten? Wie sollt ihr nach der Wahrheit streben? Wie könnt ihr das Wirken des Heiligen Geistes empfangen, ohne nach der Wahrheit zu streben? Wenn der Heilige Geist aufhört, in euch zu wirken, befindet ihr euch in einer äußerst gefährlichen Lage. Was bedeutet schon das bisschen Leid, das ihr gerade erlebt? Wisst ihr, was es für euch bewirken wird? Könnt ihr nach der Wahrheit streben, ohne zu leiden? Könnt ihr so die Wahrheit erlangen? Könnt ihr wahrhaftiges Zeugnis ablegen? Wenn ihr solche Dinge verstehen könnt, werdet ihr nicht das Gefühl haben, dass ihr leidet. Selbst wenn euer Leid zunimmt, wird euch das nichts ausmachen.